Baccio, Baccio, Fair. Yeah. Sag sofort. Au. Brauchst du mich? Sofort. Wie kann ich es soll geschehen? Dein Befehl? Ja. Ich wasch mir meinen Bart. Euer Schatz ist mein Name. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Mögen die Götter mich schützen! Das waren aber nicht alle da drin. Ich weiß, da ist noch ein dritter von den Schützen. Woran hast du getan? In Ordnung. Mal gucken, ist da auch noch ein Priester oder ist da nur der Schütze? Nur der Schütze. Sag, was du von mir willst. Ja, also, in Ordnung. Wie kann ich helfen? Sofort. Immer, jawohl. Dann schicken wir mal den Zwerg los. Dein Befehl? Weiter! Ja, weiter! So. Geschlagene Lederwams, Katan. Sag, was du vorwärts! So viel übrigens dazu, dass es hier kaum Katanas gibt. Katana und. Eislanze. Vielleicht ist das ein guter Lederwams. Geschlagener Lederwams plus 2 ist besser als... Ja. Verdunkelte Pracht. Diese Waffe war ursprünglich Besitz einer jungen Offizierin, die einen diplomatischen Gesandten von Kartur Geleitschutz gab. Als die Karawane des Gesandten in einen Hinterhalt von Yuan-Ti-Räubern geriet, wurde der Großteil der Soldaten innerhalb kürzester Zeit getötet. Lediglich ein Fuhrwerk beschützt von der jungen Offizierin hielt stand. Die Yuan-Ti-Räuber drangen Welle um Welle auf die Offizierin ein und Welle um Welle wurden sie mit der Geschwindigkeit und dem Zorn ihres Stahls niedergemetzelt. Zum Schluss stand der Anführer der Yuan-Ti-Räuber der jungen Frau gegenüber und obwohl er sie schließlich überwältigen konnte, war er doch sehr erstaunt von ihren Fähigkeiten. Das Katana, das sie getragen hatte, wurde zurückerobert und später von einem Hohenpriester des Sef verzaubert. Das heißt, graziöse Schwert wurde durch schwarze Magie befleckt und leitet nun jene, die es führen, dorthin, wo sie ihrem Feinden größtmöglichen Schaden zufügen. Oh, Fluch auf das Ziel bei kritischem Treffer. Ja. Auf jeden Fall. Hier anziehen. Auch wenn das dadurch deine anderen Sachen wieder verschlechtert. Und ja, ETW. Nimm's trotzdem mal mit. So. Wie kann ich helfen? Sofort. Tag, Jungs. Mal müssen Taten deutlich erschmecken. Ah!
Okay. Wie sieht es eigentlich jetzt mittlerweile so aus? Oh, nicht mehr lange, dann haben die beiden Level ab. Dein Befehl? Gut, das Schlafen hat geklappt. Ich höre, so soll es geschehen. So. Okay. Wieso sind hinter mir Fallen? Vor allem, wieso ist da eine Falle, die ich nicht mal ausgelöst habe? Ja, gewiss. Was? Wenn es sein muss. Sag, was du sofort. Was ist los? Ich tu's. Wie kann ich helfen? Vorwärts. Ah, wobei, ihr bleibt noch zurück. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Oh, hi. Wieder Hitachis. Dein Befehl. Und normale Yuan Ti. Euer Ende ist nah. Okay, nichts was schwierig wäre. Ich tu's. Kriegen wir schon angezeigt, was das für ein Raum ist? Nein. Das hier sieht eher aus wie eine Hisachi-Brutkammer. Hoher Teufel. Taufbeckenkammer. Hm. Oh, Waffen auf den Hisachi unwirksam. Hitachi. Ja. Vorwärts. Im Namen Zeus und Tsunomai, ich weihe euch, okay. Ich will erstmal den hohen Teufel noch nicht ankeksen. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! So. Sag, was du in Ordnung? Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ja, man merkt, sie sind eigentlich Kanonenfutter, also sie können ein bisschen Schaden machen. Im Großen und Ganzen können sie nichts und das spiegelt sich auch in den XP wieder. Eigentlich, ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Ich weiß nicht, was ihr meinem Clan bereits angetan habt, aber ihr werdet dafür zahlen, wenn wir euer Fleisch in eine Hitachi-Brutmaschine verwandeln werden. Ja. Wie
Einverstanden. Okay, die gefangenen Dorfbewohner sind wieder normal. Danke, dass ihr uns von dem Flut dieser bösen Kreatur befreit habt. Keine Ursache, dafür sind wir schließlich da. Kein Problem, aber bleib mir von mir, man weiß ja nie, dafür sind wir schließlich da. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Was ist passiert? Was mache ich hier? Was bei den neuen... Wie bei den neuen Höhen komme ich hier weg? Indem ihr einfach geht. Uff, das war knapp. Ich wäre fast eins von diesen Schlangendingern... Fast in eins von diesen Schlangendingern verwandelt worden. Gut, Stufenaufstieg. Du kriegst dritter und vierter Grad. Kriegst einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt. Ja, nimm mal noch den Kriegshammer dazu. Du, Stufenerhöhung. ETW, das ganze Zeug. 25 Punkte, Sagenkunde um 3. Ja. Wie kann ich helfen? Gewiss. Gut. Puh, soweit ich weiß, haben wir nicht mehr viel. Ja, können wir auch nicht, weil hier ist Kartenrand. Sieht man nur nicht so gut, glaube ich, in der Aufnahme nicht so gut, aber hier sehe ich einen ganz feinen Farbunterschied zwischen hellgrau und schwarz. Dein Befehl? In Ordnung. Was, wenn es dein Wunsch ist? Oh, okay. Ja. Kann ich helfen? Bei einem Imantin-Priester feuerfrei. Noch ein Imantin-Priester dahin. Was ist los? Sicher. Woran soll es geschehen? Ich werde tun, was ich kann. Das war wiederum dann noch nicht so schön. Kann ich? Das macht mir nichts aus. So, dann machen wir das folgendermaßen. So. Wie kann ich helfen? So, da ist was durch die Tür kommt, wird jetzt niedergemacht. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein. Bereit, gerne. Nicht da reinrennen. Dein Befehl. Eine Schande. Ja. Nego! Sag, was du von mir willst. Weiter! Wie kann ich helfen? Ja? Ich habe noch Feuerbälle. Okay, ich habe Feuerbälle. Dein Befehl? Gewiss. Ich werde... Das macht mir nichts aus. Nicht die Tür hinter mir zu machen. Und ich mich blockieren. Ich noch durchhalte. Ja.
Kann ich. Ich kann das machen. Götter euch gnädig sein. Sag, was du von mir willst. Auf in den Sieg! Wie kann. Das macht mir nichts aus. Wie kann ich hier sofort. Mann, was für, eine Grütze das gerade war. Weiter! Das hätte jetzt definitiv schief gehen können.